Einen wunderschönen Samstagnachmittag, werte Freunde der Börse. Herzlich willkommen zu dem Webinar finanziell frei trotz Vollbeschäftigung. Freue mich sehr, dass jedoch einige von euch äh, den Weg auf die live veranstaltung gefunden haben, fragt gleich mal in den Raum rein, ob ich gut zu hören, gut zu sehen bin. Einfach mal bitte im Chat mir das beantworten, Daumen hoch schicken, Victoria Zeichen, Hand heben, was auch immer, damit ich weiß, dass die Technik hier funktioniert. Das sieht doch gut aus. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ja, heute an einem Samstag passend zum Thema, denn ich möchte heute mit dir über das folgende sprechen. Ganz oft ähm, habe ich im Gespräch ähm, folgende Thematik. Ja, Matthias, Börse ist durchaus äh, von Interesse. Aber ich bin voll berufstätig. Wie soll denn das funktionieren? Ich habe gar nicht die Zeit dafür. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Deswegen habe ich mich auch extra, das mache ich nicht oft, auf den Samstagnachmittag gelegt, damit du auf jeden Fall, falls du unter der Woche, wenn wir regulär halt eben solche Webinare machen, halt eben auch mit live dabei sein kannst. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich ins Geschehen rein. Kurz mal ein bisschen zum Ablauf. Wir zeichnen das Ganze auf. Du wirst morgen eine E-Mail. Mit der Aufzeichnung bekommen. Fragen darfst du mir gerne während der Veranstaltung, die übrigens, ich denke, 60 bis 90 Minuten heute dauern wird, stellen. Wenn sie nicht so ganz zum Thema passen oder ich merke, dass das ein bisschen komplexere Antwortzeit bedarf, dann äh, folgendes Versprechen. Ich werde zum Ende hin nicht gleich wegrennen. Da haben wir also auch noch Zeit, sonst mal ein bisschen ausführlich miteinander zu sprechen. Und ich glaube, damit können wir tatsächlich in den Abend starten. Immer wenn ich mit dir, egal ob online oder live auf irgendwelchen Börsentagen oder in Seminaren über Börse rede, habe ich hier diesen äh, mit dabei. Das ist mein ständiger Börsenschatten. Das ist unser Risikohinweis. Den kannst du dir gerne einmal ganz in Ruhe durchlesen. Ich ähm, möchte auf Folgendes hinweisen. Aus meiner Sicht ist es so, dass... Ähm, Risiko für mich per se nichts Schlechtes ist. Warum ist das so? Naja, dadurch, dass ich gezielt Risiken an der Börse eingehe, eröffnen sich dadurch Chancen. Ja? Das Risiko bedingt die Chance. Die sind nicht voneinander zu trennen. Und deswegen macht es für mich, logisch gesehen, wenig Sinn zu sagen, ich verteufle das Risiko, will aber die Chance haben, weil das funktioniert so nicht. Wichtig zu verstehen ist, alles, was wir an der Börse machen, du, ich, ähm, ist mit Risiken belegt. Aber die gute Nachricht, das Risiko kann kontrolliert werden. Und zwar in einem Maße, den viele Privatanleger, die sich bisher vielleicht mit aktiven Trading so beschäftigt haben, gar nicht bewusst ist. Ich kann dir innerhalb von Minuten, ist heute nicht unser Thema, aber innerhalb von Minuten beibringen, wie du noch bevor du eine Position aufmachst, tatsächlich das Risiko im Vorfelde sehr, sehr exakt bestimmen kannst und dementsprechend auch dafür sorgen kannst, dass es klein ist. Das ist essentiell, wie gesagt, gar nicht das Thema heute, aber Risikohinweis nutze ich immer gerne, um kurz da dir die Lesezeit. Mit diesen Worten äh, schmackhaft zu machen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir uns noch nie getroffen haben, ganz kurz eine Vorstellung zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Matthias Pickert. Ich ähm, bin hier bei Tradimo, der Head of Coaching, bin also für alles verantwortlich, was wir im Bereich Ausbildung unserer Mitglieder machen. Ich selber. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren beruflich wie privat eng mit der Börse verwebt. Das fing irgendwann mal 1998 mit der Bankausbildung an. Bin dann bei einer Großbank in den Eigenhandel eingestiegen. Sekundengeschäft, habe also innerhalb von Sekunden Positionen geöffnet und geschlossen, sehr viele Trades am Tag gemacht. Dann zur Hamburger Börse gewechselt, dort dann auch staatliche Börsenhändler geworden, also einmal dementsprechend die Prüfung abgelegt. Und dann bin ich in die CFD und Forex-Industrie gegangen, habe dort verschiedene Funktionen gehabt, hat mich dann irgendwann mal 2016 auf die Mittelmeerinsel Zypern gebracht. Dort war ich Vorstand eines Market Makers. Und seitdem ich dann wieder zurück nach Hamburg, wo ich jetzt lebe und auch vorher vor Zypern gelebt habe, bin ich mit der Firma Trademo zusammengekommen und äh, ja, das vielleicht äh, zu mir für den Fall, dass wir uns noch nie getroffen haben. Aber steigen wir doch gleich ins Thema ein. Übrigens hoffe ich, meine Stimme hält. Ich habe noch, man hört das ein bisschen, eine kleine Resterkältung. Im Zweifelfall muss ich da vielleicht nachher mal irgendwie einen Hustenbaumschuh einschmeißen oder sowas. Gut, ähm, wie gesagt, Fragen jederzeit und ich freue mich auch, wenn im Chat ein bisschen was los ist. Also von daher, ich möchte hier. Ist natürlich immer im Webinar ein bisschen schwierig, aber ähm, ich werde natürlich sprechen. Aber wenn da irgendwas ist, wo du sagst, oh ja, hm, das äh, würde mich nochmal interessieren zu dem Thema, wo wir gerade sprechen, gerne, gerne, gerne ähm, einfach äh, mit äh, reinschreiben. Und ich versuche dann natürlich das auch sehr, sehr zügig mit dann zu beantworten. Okay, fangen wir an. Ähm Motivation für das Trading für den Börsenhandel, ja. Und ich blicke ja auf viele, viele Jahre an der Börse zurück, wo ich mit sehr, sehr vielen Menschen auch über das Thema gesprochen habe. Auch in meinem privaten Umfeld spreche ich mit vielen Menschen, äh, beziehungsweise manchmal ist es mir gar nicht so recht. Manchmal kann es vorkommen, dass jemand in meinem privaten Umfeld von irgendjemandem erfährt, was ich mache. Und dann habe ich halt eben diese Thematik äh, unausweichlich immer vor mir. Und was ich immer wieder feststelle, ist, die Motivation von Menschen an der Börse etwas zu tun oder sich für die Börse zu interessieren, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Ähm, wir sind in Deutschland oder im deutschsprachigen Europa und gerade in Deutschland ist es so, dass die Börse ja nicht den allerbesten Ruf hat, ja. Also ähm, es kommt heute noch vor, dass selbst wenn ich mit Bankmitarbeitern spreche, was ich für einen dummen Fehler halt übrigens, wenn sie das machen, dass die hören, was ich beruflich mache und dann wird gesagt, ah, sie sind also ein Zocker. Ja, ja, wunderbar, ähm, mit diesem Vorteil lebe ich mein Leben lang. Aber ähm, ich kann dir versichern, was ich was meine Kunden an der Börse machen, ist ganz, ganz weit weg vom Zocken, sondern wir gehen sehr gezielte... Risiken ein, um Chancen zu ermöglichen. Und ähm, das tun wir immer wieder. Deswegen, wenn ich zocke, also unter Zocken verstehe ich, dass ich halt eben mehr oder weniger All-In gehe. An der Börse kann man, wenn man es möchte, tatsächlich zocken. Man kann Achterbahn fahren. Und glaub mir, wenn jemand sich entscheidet, an der Börse Achterbahn zu fahren, dann kannst du das im Konto wirklich sehen. Die Börse gibt diese Möglichkeit. Aber das heißt ja nicht, dass man an der Börse nur zocken kann. Ja, also es gibt tatsächlich Leute, auch heute noch, die äh, so ein bisschen Adrenalin suchen. Die Achterbahn suchen und das an der Börse ausleben. Möglichkeit besteht, wäre eine Motivation. Andere sagen: Oh, ich habe einfach ein grundsätzliches Interesse an der Wirtschaft und da ich mich dafür eh interessiere, beziehungsweise um das Interesse zu verstärken, beteilige ich mich aktiv am Marktgeschehen. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Dann ähm, gibt es äh, eine große Gruppe, die als Motivation ist gar nicht sagt, oh, die Börse ursprünglich ist super äh, attraktiv für mich gewesen, aber ich möchte mir gerne ein zweites Standbein aufbauen. Ich möchte mir mein Zusatzeinkommen aufbauen. und ähm, das ist dann natürlich auch eine große Gruppe, die dadurch motiviert wird. In den letzten Jahren ähm, haben wir tatsächlich gerade bevor die Zinsen hochgegangen sind, auch eine Gruppe gehabt, die gesagt haben: Okay, ich habe einfach keine Alternativen, ich kriege keine Zinsen mehr und deswegen versuche ich an der Börse Inflationsausgleich zu betreiben. Auch das war eine Motivation. Aber es gibt eine weitere und diese Motivation, die wird, und ich verstehe das, weil ich kenne es von mir selber, aber die wird tatsächlich sehr, sehr gerne so ein bisschen verdrängt. Und die Motivation ist, glaube ich, wertvoll genug, um einfach mal hier kurz Thema zu sein. Und zwar das Thema Altersvorsorge. Ja, weißt du, und das ist eine Frage, die du mir gerne im Chat beantworten darfst, weißt du, wie viele Menschen in Deutschland aktuell mehr als 3000 Euro Rente bekommen. Darfst du mal raten, wie viele Menschen in Deutschland bekommen im Moment mehr als 3000 Euro Rente? Das ist übrigens die Bruttorente. Aber wie viele Menschen sind das? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was eure Schätzungen sind. Wie viele Menschen bekommen mehr als 3000 Euro im Monat Rente in Deutschland? Die erste Schätzung kommt hier vom Wolfgang mit 100.000. Mal gucken, jetzt kommt äh, hier Alf und der äh, Alfred mit 5%. Gibt nochmal ein paar anderen die Möglichkeit, ähm, sich hier auch äh, nochmal äh, Gedanken zu machen. Ähm, die Zahl wird dich erschrecken. Also ich habe das nicht gewusst. Und ähm, als ich vor einer Woche mit einem Kollegen, der für die Mail-Kampagne für das Webinar zuständig war, äh, geredet habe, hat er mir das entgegengeschmissen. Ich habe gesagt, das muss ein Irrtum sein. Also haltet euch fest. Wie viele Menschen in Deutschland bekommen mehr als 3000 Euro Rente? 40. Und nein, ich habe das Prozent nicht vergessen. Es sind 40 Menschen. 40 Menschen schaffen es in Deutschland, 3000 Euro Brutto-Rente im Monat zu bekommen. Ich war erstmal komplett vor den Kopf gestoßen. Jetzt ist es so. Meiner Generation, ich bin ähm, im Moment noch 47, nächste Woche werde ich 48. Meiner Generation wurde schon seit langer Zeit gesagt, okay, äh, du musst privat vorsorgen, ja. Ähm, in meinen Gesprächen auch mit deutlich jüngeren Menschen als mit mir, ja, nur vom Staat. <laughs> ähm, in meinen Gesprächen auch mit deutlich jüngeren Menschen äh, erlebe ich, dass auch jüngere Menschen dieses Thema ähm, in großen, großen Teilen – nicht alle, aber in großen Teilen – komplett verdrängen. Ja, und ähm, ich sage dir Folgendes zu dem Thema: Verdrängen hilft nichts. Wir werden uns alle der Realität des deutschen Rentensystems stellen müssen. Fakt ist: Früher wurde gesagt, die Rente ist sicher. Heute, nein, die Rente ist nicht sicher. Was sicher ist, die Rente wird nicht reichen, um den Lebensstandard, den du im Moment hast, wenn du im Job bist, tatsächlich im Alter zu haben. Zumindest wenn du vorst in Deutschland deinen Ruhestand zu verbringen. Das ist Fakt. Ja? Und ähm, jetzt ist es so, ähm, dass wenn ich die Möglichkeit hätte, und das meine ich aus vollem Herzen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das deutsche Rentensystem, leer zu verkaufen, zu shorten, ja auf fallende Kurse zu setzen. Ich würde es sofort tun. Es wäre also es wäre ein gefundenes Fressen dieses System ist ähm, einfach auf lange Sicht, irgendwann wird es kollabieren, wir wissen das alle, es werden immer mehr Menschen alt, immer weniger äh, Arbeitnehmer müssen Rentner bezahlen und irgendwann wird das Ganze kollabieren. Die Frage ist halt eben, wann es kollabiert. Wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein bisschen Rente. Wenn du deutlich jünger bist als ich, dann ist die Frage, ob da überhaupt noch was übrig ist. Also das, das sind einfach äh, logische Folgerungen aus dem, was da im Moment passiert. Und ähm, es ist inzwischen äh, aus meiner Sicht tatsächlich so, und selbst der Verbraucherschutz, der lange Zeit eigentlich gesagt hat, so Börse, boah, das ist Zocken und so weiter. Ähm, selbst der Verbraucherschutz sagt inzwischen, dass ähm, es zwei Möglichkeiten aus ihrer Sicht gibt für Leute, die halt eben Arbeitnehmer sind, die voll beschäftigt sind, die jetzt nicht über unendlich Zeit verfügen, trifft übrigens auf mich auch zu, ja, ähm, etwas für den Altersstand äh, zu tun. Und ähm, da werden immer zwei Möglichkeiten genannt. Immobilien. Problem bei der Immobilie ist, es ist sehr, sehr kapitalintensiv. Ja, sehr, sehr kapitalintensiv. Und deswegen für die große Masse die Börse. Die Börse. Selbst der Verbraucher sagt das inzwischen. Ähm, der einfachste Weg wäre natürlich zum Beispiel, einen kleinen Sparplan aufzumachen. Das geht inzwischen an der Börse ab ganz, ganz wenig Geld los. Also man kann theoretisch einen Sparplan ab allen Euro starten. Ob das jetzt so zielführend ist, mit einem Euro zu starten? ist ein anderes Thema, sei dahingestellt. Aber ja, das wäre schon mal die erste Möglichkeit, ähm, einfach zu sagen, okay, ich mache einen Sparplan in ETFs zum Beispiel rein. Da gibt es ja auch entsprechende Apps, wo man das halt eben echt mit sehr, sehr kleinem Geld starten kann. Ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Aber ähm, der einfachste Weg wäre das. Äh, was allerdings Investoren ja mit Sparplänen tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ähm, ist <laughs> genau das, was meinen Kunden und mir ähm, eigentlich Musik in Ohr ist denn wir können erwarten, dass auch 2024 durchaus ein turbulentes Börsenjahr wird. Haben wir schon gesehen am Anfang, ja. Ähm Santa Claus Rally hat in Amerika nicht stattgefunden. Da dachten alle, okay, es geht nach unten. Wir sind im Januar erstmal runtergegangen. Dann mit richtig Zug nach oben, SP in der Nähe der 5000er-Marke im Moment. Und gleichzeitig kriegen wir gerade die Erträge von den Unternehmen gemeldet. Und da sind einige Überraschungen. Intel zum Beispiel gestern mit mehr als 10% Kurslücke nach unten, weil der Ausblick für das neue Quartal schlecht ist. Also wir werden auf jeden Fall ähm, ordentlich Volatilitätsschwankungen an der Börse in 24 Jahren. Leben. Was für Investoren natürlich so ein bisschen, oh nee, ja, das will ich eigentlich nicht, ist für mich, für meine Kunden eine super Nachricht, denn auf diesen Wellen, die das Investorenboot zum Schaukeln bringt, ja, reiten wir, surfen wir. Und von daher ist das eine gute Nachricht. Das heißt, ich selber bin eher jemand, der aktiv, wirklich aktiv an der Börse unterwegs ist. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Aktiv bedeutet, dass ich tatsächlich Marktmeinungen annehme. Ja, dass ich auch einen kurzfristigen, das kann ich mir aussuchen, sehr kurzfristig oder mittelfristigen, denke, okay, dieser. Kurs, der könnte nach oben gehen, dann kaufe ich ihn. Dieser Kurs könnte nach unten gehen, dann verkaufe ich ihn. Beides ist inzwischen auch für private Trader wirklich kinderleicht möglich. Ist ein Knopfdruck, ist man long, das heißt, man kauft, ist ein Knopfdruck, ist man short, man setzt auf fallende Kurse. Das ist in der heutigen Zeit gar kein Problem mehr. Gut, ähm, wie gesagt, ich höre immer wieder in Gesprächen das folgende: Ja, die Börse, aus welchem Grund auch immer, ja, interessiert mich soweit, aber ich habe keine zeit dafür ich habe keine zeit dafür und ähm, genau darüber wollen wir heute sprechen zeit übrigens für mich persönlich ja ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein sehr, sehr wertvolles Gut. Wenn Zeit an der Börse gehandelt würde, ja, ich würde sie immer nur kaufen, ich würde sie niemals short gehen. Ich bin sehr selektiv, für was ich meine Zeit äh, aufwende. Und äh, von daher kann ich das durchaus verstehen, dass es hier halt eben immer wieder diese Bedenken gibt. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, wie viel Zeit. Brauchst du, um aktiv an der Börse zu handeln? Auch hier würde ich mich freuen, mit dem Chat mal deine persönliche Idee dazu, ähm, Kuntus. Wie viel Zeit brauchst du, um aktiv an der Börse zu handeln? Ich meine damit also nicht einen Sparplan, sondern wirklich gezielt zu sagen, oh, ich glaube, dieser Kurs geht nach oben, dieser Kurs geht nach unten. Was glaubst du, wie viel Zeit, sag mal Stunden in der Woche, wie viele Stunden in der Woche brauchst du dafür? Das würde mich sehr interessieren, was da deine persönliche Meinung ist. Das Publikum ist am Raten. Zehn Stunden pro Tag, sagt der Alfred. Ja, dazu sage ich gleich was. Gucken, ob es noch was ist. Zwei Stunden. Okay. Ähm, also, ich möchte dir da mal eine Stunde pro Tag, sagt der Jürgen. Irgendwie, moin, Jürgen. Wir kennen uns ja auch. Ähm, meine Antwort lautet auf diese Frage. Es ist fast alles möglich. Von wenigen Minuten pro Woche bis hin zu vielen Stunden am Tag. Mein Eindruck ist immer, dass dieser Zeitfaktor, der das aktive Trading tatsächlich ähm, ja, bedarf von Leuten, die das nicht machen, total überschätzt wird. Denn schlussendlich, und darüber sprechen wir jetzt gleich, gibt es drei Faktoren, mit denen du selber, ja, mit denen du selber sehr, sehr genau kontrollieren kannst, wie viel Zeit du aufbringen kannst. Ähm, wenn ich mich in meiner Kundschaft umschaue, ist das Wenigste, was, was äh, ich realistisch bei jemandem sehen kann, der verbringt ähm, zehn Minuten pro Woche. Zehn Minuten pro Woche, was der macht und wie das macht, darüber reden wir gleich noch. Und ähm, wenn ich dann das obere Ende anschaue, da bin ich wahrscheinlich irgendwo ansässig. Ja, äh, bei mir sind es halt eben erst Stunden am Tag. Aber ähm, man kann von bis tatsächlich ähm, eine ganze Menge machen. Die Frage ist halt eben immer, okay, was interessiert einen? Und. Ähm, Außerdem, wie gesagt, es gibt drei Faktoren, ähm, die definitiv die Tradingzeit für dich kontrollierbar machen und du kannst sie an das anpassen, was für dich passt. Ganz klar ist, wenn man ganz am Anfang ist, braucht man einmalige Investition von Zeit. Ja, von Zeit. Warum? Naja, zum Beispiel musst du erstmal die Handelsplattform kennenlernen. Ja, die Handelsplattform erkläre ich dir. In 30 bis 45 Minuten, dann musst du vielleicht noch mal für eine Woche jeden Tag ein paar Minuten ein bisschen rumklicken auf ein Demokonto, um sicher zu werden. Dann ist das abgehakt. Dann sollte man natürlich auch die gehandelten Märkte verstehen. Das ist bei den allermeisten Märkten, die unseren Kunden zugänglich sind, relativ schnell gemacht. Ja, Also, Devisenpaare zum Beispiel kann man, wenn man eins verstanden hat, eigentlich alle handeln. Das gleiche gilt für Indizes. Wenn man ein verstanden hat, kann man alle handeln. Das gleiche gilt für für Aktien-CFDs. Wenn man eines verstanden hat, kann man alle handeln. Das sind also nochmal wenige Minuten, äh, wo, so, wo sowas halt eben erschlossen wird. Und dann muss man gegebenenfalls, wenn du nicht über so etwas verfügst, auch nochmal eine Strategie lernen. Wie lange dauert äh, es, eine Strategie zu lernen? Das ist ganz ehrlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, unsere Strategien. Sind zum einen als Videos aufgezeichnet, aber wir machen durchgehend auch immer wieder Webinare, damit die Kunden die Möglichkeit haben, mit uns darüber zu sprechen und wir auch immer wieder demonstrieren, okay, das und das machen wir selber und so weiter und so fort. Die Strategien dauern, ja, die Videoaufzeichnung, irgendwas viel zwischen vier und sechs Stunden. Das ist also in etwa äh, die Länge. Jetzt gibt es Menschen, die sowas einmal durchschauen und dann schon umsetzen können. Andere schauen sich das vielleicht langsam durch. Aber das ist auf jeden Fall eine einmalige Geschichte. Wenn man dann da erstmal angekommen ist, ja, dann, wenn man ein bisschen Routine reingekriegt hat, geht es wirklich mit wenigen Minuten pro Woche los, bis hin zu vielen Stunden am Tag. Man kann es sich aussuchen, man kann es selber bestimmen. Was sind die drei Faktoren, die dir diese Kontrolle geben, ja? Zum einen, auf welcher Zeiteinheit, diese ganze Periode handelst du. Zum anderen, welche Märkte handelst du, denn die Märkte haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Das heißt, du kannst nicht nur steuern, wie viel Zeit du verbringst, sondern auch, wann du Zeit an der Börse verbringst. Und ganz, ganz entscheidend zum Schluss, mit welcher Strategie handelst du. Denn da gibt es auch von bis. Und mit diesen drei Faktoren, mit denen du selber Kontrolle verfügen kannst darüber, wie viel Zeit du an der Börse verbringst und wann du Zeit an der Börse verbringst, werden wir uns jetzt noch mal in aller Kürze beschäftigen, damit du da ein bisschen mehr Insights bekommst, weil meine Motivation ist, du nimmst dich ja an einem Samstag, das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, Zeit für mich. Über Zeit reden wir heute und deswegen möchte ich dir einfach auch ein bisschen Wissen hiermit an die Hand geben und nicht einfach sagen, oh, hier verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das äh, können wir gerne am Schluss machen. Ich habe ein tolles Angebot dabei, aber erstmal geht es darum, dass wir wirklich für dich einfach mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Okay, ähm, ist das für mich möglich? Wie ist es für mich möglich? Was sind die drei Faktoren? Ich habe sie schon genannt und wie funktioniert das genau. Also, fangen wir an mit der Chartperiode. Die Frage, die du hiermit so ein bisschen kontrollieren kannst, ist, mit welcher Taktung du tatsächlich traden möchtest, Entscheidungen treffen möchtest. Wie ist das zu verstehen? Beim Trading kannst du selber bestimmen, auf welcher Zeitperiode du dich bewegen möchtest. Ja? Zur Auswahl in der Handelsplattform, wo ich selber, wo die meisten Kunden ähm, traden, die ich habe, stehen der Monatschart, das ist hier das MN, Kann man schauen, Laserpointer mal anmachen, ist besser zu sehen dann. Hier MN, das ist der Monatschart, soll heißen, da fließen alle Kurse eines Monats in eine Kerze. Ich werde das gleich noch in der Plattform zeigen. Der Wochenchart, da hat man alle Kurse der Woche, der Tageschart, ja, alle Kurse des Tages, der vier stunden der Stundenchart, der M30, der M15, der M5 und der Minutenchart. Das sind also mal die Möglichkeiten. Und zur Verdeutlichung. Beim D1, das steht für Tageschart, beinhaltet also quasi alles, was an einem Tag an der Börse gehandelt worden ist, rauf und runter, wird in eine Kerze reingetan. Ja, während im M15 Chart jeweils nur die letzten 15 Minuten der Börsenhistorie einfließen und dann wird eine neue Kerze aufgemacht. Warum ist das jetzt so, dass du damit die Taktung wie viel du tradest, wie häufig du tradest und äh, wie viel Zeit du brauchst beeinflusst, relativ einfach. Bei ähm, den allermeisten Strategien, es gibt Ausnahmen, aber bei den allermeisten Strategien ist es so, dass Handelsaktionen, ja, also Positionseröffnung, Anpassung der Verlustabsicherung und dergleichen, eigentlich immer passieren, nachdem eine Kerze abgeschlossen ist. Ja, das heißt, man wartet darauf, dass eine Kerze abgeschlossen ist, dann fängt eine neue Kerze an und dann hat man normalerweise theoretisch die Möglichkeit, dass irgendetwas zu tun ist. Das heißt, auf dem Tageschart, wenn du auf einem Chart handelst, wo die ganzen Tagesdaten drin sind, gibt es maximal eine Aktion am Tag, während, wenn du auf dem 15-Minuten-Chart handelst theoretisch alle 15 Minuten Handelsbedarf stehen würde. Das heißt natürlich, dass der 15-Minuten-Chart deutlich mehr Zeit von einem Trader verlangt als zum Beispiel der Tageschart. Ich zeige dir das mal in der Handelsplattform. Hier sehen wir den DAX, unseren heimischen Leitindex, der gerade dabei ist, wieder in Richtung seines Alltime-Highs zu gehen. Da fehlt nicht mehr viel. Äh, gute 78 Punkte, dann gibt es ein neues Alltime-High. Wunderbar. Hier siehst du den Tageschart. Das heißt pro Kerze grüne Kerze steigender Tag rote Kerze fallender Tag dann haben wir jedoch diese Tochter höchster Kurs tiefster Kurs pro Kerze gehen immer alle Kurse des Tages da rein. Wir können aber auch einen Monatschart anschauen, ja? Das ist der aktuelle Monat. Und der ist noch nicht abgeschlossen, von daher noch gehen da Kurse rein, die Kerze ist noch offen und wir können das aber auch im fünf Minuten Chart anschauen. Da siehst du sehr viel Granulare, immer fünf Minuten, fünf Minuten Kurse. Und hier könnte es theoretisch sein, dass du alle fünf Minuten etwas zu tun hast. Also ganz, ganz klar, dass du darüber schon mal sehr viel kontrollieren kannst, wie viel Zeit und in welcher Taktung überhaupt die Möglichkeit besteht, dass du dich mit der Börse beschäftigen musst. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar die handelbaren Märkte. Ich habe da einfach mal ähm, die handelbaren Märkte unseres Kooperationsbrokers ähm, mitgebracht, wo die allermeisten unserer Kunden und ich selber auch seit langer, langer Zeit sehr glücklich handle. Ähm, man sieht hier eine breite Auswahl. Wir sehen Devisenpaare, wir sehen Kryptowährungen, wir sehen Indizes, wir sehen... Ähm, Energies, Rohstoffe. Wir sehen äh, Metalle, Gold, Silber, Palladium, Platinum und so weiter. Und wir sehen natürlich auch Aktien aus Amerika, aus Europa. Und äh, während ich dir das mal ein bisschen aufbrösel, was da alles drin sind, zusammen sind es knapp 450 Märkte, können wir das mal versuchen, ein bisschen zu kategorieren. Ja, denn es ist natürlich so, ähm, ich kann jetzt nicht für jeden Einzelnen hier sagen, okay, wie sind deine Arbeitszeiten? Das und das wäre möglich. Aber auf jeden Fall ist es sinnvoll sich nicht nur die Frage stellen, wie viel Zeit, sondern wann kann ich denn Zeit mit der Börse verbringen. Ich werde nachher noch konkrete Beispiele machen. Und da ist es durchaus mal hilfreich, einfach eine groß, grobe Übersicht zu bekommen. Montag bis Freitag, ja, das sind die Tage, wo wir an der Börse handeln können. Ähm, Uhrzeiten 23.05 Uhr bis 23 Uhr, das ist fast rund um die Uhr, werden die Devisenpaare gehandelt. Es werden die Metalle wie Gold, Silber und dergleichen gehandelt und die Kryptowährungen werden ebenfalls in diesem Zeitfenster gehandelt. Das heißt... In, mit diesen Märkten kannst du eigentlich rund um die Uhr, mit der Ausnahme von fünf Minuten nach 23 Uhr, ist alles unsere Zeitzone, halt eben tatsächlich tätig sein. Ich empfehle grundsätzlich äh, beim Forex äh, gerne nicht um 23.05 Uhr mit dem Trading anzufangen, sondern um 24 Uhr der Hintergrund, spielt heute gar nicht ins Webinar rein, ist einfach das zwischen 23 und 24 Uhr. Die Handelsumstände an den Märkten nicht die allerbesten sind. Deswegen, wenn du jetzt sagst, ich muss um in der Nacht was machen, dann würde ich dir im Forex-Bereich immer empfehlen, warte bis 24 Uhr. Das wird sich sicherlich dann bezahlt machen, weil du deutlich bessere Konditionen zum Handeln hast. Aber diese Gruppen kannst du rund um die Uhr außer am Wochenende handeln. Dann haben wir bei unseren ähm, Kooperationsbroker, die großen US-Indizes, also Dow Jones, SP 500, NASDAQ 100 oder auch den FUTSI, den UK-Index, die werden 11 ähm, von, von 0 Uhr bis 23 Uhr, also 23 Stunden am Stück gehandelt. Dann gibt es eine Stunde Handelspause und dann kannst du sie wieder handeln. Also auch fast rund um die Uhr. Dann kommen die europäischen Indizes, die fangen morgens um 8 Uhr an und hören abends um 22 Uhr auf. Ja? Dann haben wir die europäischen Aktien. 9 Uhr morgens geht's los bis 17.30 Uhr. Dann ist Handelsschluss. Und dann haben wir noch die amerikanischen Aktien. 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Wenn du jetzt also sagst, okay, von meinem beruflichen Alltag und von dem, was auch im Privatleben, das dürfen wir auch nicht vergessen, noch ansteht, ist es für mich überhaupt nicht möglich, zwischen 9 und 17.30 Uhr mich mit der Börse zu beschäftigen. Aber ja, so gegen vielleicht 19 Uhr, ja. Oder gegen 20 Uhr, da habe ich die Möglichkeit, dann würde es sicherlich Sinn machen, dass du dich nicht auf europäische Aktien fokussierst, sondern auf die US-Aktien zum Beispiel. Die Indizes kannst du auch handeln und Forex kannst du sowieso handeln. Also da siehst du, es gibt durchaus hier flexible Möglichkeiten und einfach nur durch die Auswahl, wessen du, wo du handeln möchtest, kannst du halt eben da dich auch, glaube ich, schon ganz gut an deinen Alltag anpassen. Okay, dritter Fakt und zwar die Frage der Handelsstrategie und das ist glaube ich dann wirklich die größte die größte Stellschraube um festzustellen wie viel Zeit will kann und werde ich an der Börse verbringen ja und ähm, bei den Strategien ich werde ja im Verlaufe der Präsentation noch ein paar konkrete Strategien auch äh, mit vorstellen aber ähm, da möchte ich erstmal das ein bisschen so grob zusammenfassen ja ich fange an mit diskretionären Ansätzen Jetzt denkst du dir um Gottes willen was sind das für ein Wort hm. Meine Aufgabe ist, immer Fremdwörter zu erklären, wenn ich sie benutze. Also, unter einem diskretionären Ansatz verstehen wir an der Börse, dass sich jemand an der Börse bewegt, dabei aber kein feststehendes Regelwerk hat. Das heißt, dass er, wenn das Gleiche passiert, die Freiheit hat, sich unterschiedlich zu verhalten. Ja, es ist also jemand, der relativ frei, nicht unbedingt aus dem Bauch heraus, aber relativ frei handelt. Das ist diskretionäres Trading. Und ähm, das wiederum würde ich in zwei verschiedene Gruppen unterteilen. und zwar zum einen es gibt und das würde ich dir auch empfehlen, wenn dich das interessiert, es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe ein paar Grundregeln ja, ein paar Grundsachen, die da sein müssen. Das können Sachen aus der Fundamentalanalyse sein, zum Beispiel irgendwelche Bewertungszahlen, Kursgewinnverhältnis und dergleichen. Es können aber auch Sachen aus der technischen Analyse sein, zum Beispiel die Stellung eines Indikators oder die Frage, ob man über oder unter einer gleitenden Durchschnittslinie liegt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und man könnte sich also eine gewisse Grundschablone basteln und sagen, okay, für mich kommen nur Werte in Frage, die meiner Grundschablone entsprechen und dann mache ich da eben leite ich eine Handelsentscheidung bei ab da du hier aber nicht strukturiert bist da du hier jedes mal ein Teil der Fragen wieder neu beantworten musst ist das relativ zeitintensiv das heißt diese Art des Handelns bedarf einfach mehr Zeit weil du die Drehzeit halt eben nicht systematisch angehst noch mehr Zeit würde das Folgende bedürfen die pure Charttechnische Analyse ja ähm, ich selber leite fünf bis zehn Prozent meiner Trades äh, aus äh, die ich mache aus diesen beiden Gruppen ab aber wenn ich natürlich je, jetzt wirklich für jeden einzelnen Trade erstmal eine Chartanalyse mache mir alles anschaue und so weiter und so fort kannst du dir vorstellen dass das halt eben zeitintensiver ist ja ich könnte ein bisschen Zeit sparen indem ich halt eben gewisse Parameter fixiere und äh, sage, okay, die müssen immer so sein, weil dann kann ich ganz viel aussortieren und dann brauche ich ein bisschen weniger Zeit investieren. Aber beide diese diskretionären Ansätze sind tatsächlich im Vergleich zu dem, was gleich kommt, relativ zeitintensiv. Ähm, wie lange wirst du dich jetzt fragen? Das hängt so ein bisschen von deinem persönlichen Kenntnisstand ab. Also, ich sage mal so, wenn ich echt einen Chart nehme, einen Kursverlauf nehme von einem Wert, den ich noch nie beobachtet habe, wo ich ganz von vorne anfange, dann brauche ich normalerweise für eine Chartanalyse vielleicht 10, 15 Minuten. Ja, das kann aber auch durchaus mal ein bisschen mehr Zeit sein. Das Gute ist, diese Zeit ist einmal investiert und beim nächsten Mal habe ich das schon, kann darauf aufbauen, aber tatsächlich ist das halt eben ein etwas zeitintensiverer Weg. Ich sagte es eben gerade, fünf bis zehn Prozent meiner Trades mache ich so. Und jetzt kommen wir zu den 90 Prozent, und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn die 90 Prozent werden bei mir durch Strategien mit festen Regeln, ja, Systematiken äh, tatsächlich gebildet. Der Vorteil ist natürlich auf der Hand, wenn ich eine Strategie habe, die ein festes Regelwerk hat, wenn du so etwas benutzt, ja, dann brauchst du nicht lange analysieren dann sind die kriterien entweder da dann hat man einen trade oder sie sind nicht da dann hat man keinen trade ja und das ist natürlich super zeitsparend ähm, aber auch bei den festen regelwerk würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden hier gibt es äh, strategien und übrigens ähm, alles was jetzt kommt wird auch bei tradimo angeboten wir bilden natürlich auch im bereich der chartanalyse aus aber bei den strategien haben wir alle gruppen vertreten ähm, es gibt zum beispiel die möglichkeit das zu machen was ich fire and forget nenne fire and forget heißt das folgende du kriegst ein handelssignal ja festes regelwerk das heißt darüber brauchst du nicht lange nachzudenken du kriegst das handelssignal du machst die position auf du sicherst sie ab und du setzt äh, ein kursziel und dann hast du nichts mehr zu tun ja das ist fire and forget das heißt, da hat man wirklich dann einmalig den Trade aufzusetzen. Dafür gibt es unterstützende Systeme, das habe ich nachher auch noch mit dabei. Kannst du mal schauen, wie schnell sowas geht. Und man macht den Trade einmal auf und danach kann man entweder nach dem nächsten Trade-Ausschau halten oder man sagt, okay, das war's. Mit dem Trade habe ich nichts mehr zu tun. Die Börse wird es entscheiden: ist das ein Gewinner oder Verlierer? Stop-Loss liegt drin zur Absicherung. Gewinn liegt drin. Wunderbar. Feiern, and forget. Das ist natürlich super zeitsparend, weil du kein Trade-Management mehr machst. Trade-Management bedeutet, wenn die Position offen ist, ob du noch irgendwelche Anpassungen machst, zum Beispiel Stopp verschieben und so weiter und so fort. Das wäre ein aktives Trade-Management. Es gibt die Möglichkeit. Tatsächlich auch ein Trade Management ähm, zu automatisieren. Das wäre ein automatischer Handelsplan. Das haben wir für zwei von unseren Strategien, ja, wo einfach, sobald der Trade offen ist, du ähm, eine Elektronik schalten kannst, die dann ohne dein Zutun tatsächlich den Handelsplan umsetzt. Ist auch super zeitsparend und ähm, es ist auch ein Sicherheitsfaktor. Äh, Gerade bei mir zum Beispiel, wenn ich im kurzfristigen Trading bin, kannst du, wenn ich das hier bei der Arbeit mache und meistens äh, geschieht das, weil ich oft während der Börsenzeiten hier am Arbeitsplatz bin. Ich bin hier auch natürlich wunderbar eingerichtet mit meinen zwei großen 49 äh, Zoll Curved Screens. Die brauchst du übrigens nicht zum Trading, aber. Ist ganz angenehm. Ähm, da kann es ganz, ganz oft passieren, dass jemand äh, irgendwas von mir möchte, mein Telefon klingelt oder ich gehe in ein Meeting, habe aber oft eine Position. Und da ist es dann immer super cool, dass ich einfach eine Automatik zuschalten kann und weiß, okay, ähm, ich kann meinen Platz jederzeit verlassen. Und das ist auch wieder ein Zeitsparmittel, weil wenn ich das nicht hätte, könnte ich vom Platz nicht weg. Ich müsste mehr Zeit verbringen. Ja, und dann äh, gibt es noch die Möglichkeit, dass manuelles, aktives Trade-Management äh, gemacht wird. Das bedeutet, dass man wirklich händisch zum Beispiel den Stop-Loss in die Richtung des Trades verschiebt, damit der Zeit ähm, dann auch Gewinne absichert. Bedeutet vielleicht eine Teilrealisierung einer Position, ähm, all diese Sachen. Und natürlich ähm, ist es klar, wenn ich vergleiche Fire and Forget, wo ich einmalig was mache und dann einfach sage: Okay, das war's. Oder aktives manuelles Trade-Management, dass ich dafür mehr Zeit brauche. Aber jetzt denken wir zurück bitte an die Periode. Wenn ich aktives Trade Management auf dem Tageschart mache, ja, wie oft muss ich denn dann bitte in meine Handelsplattform reinschauen? Genau einmal, ja. Und zwar kann ich dann schauen, gibt es neue Handelssignale? Okay. Dann setze ich die um. Habe ich offene Position? Okay. Dann Verschiebe ich zum Beispiel, wenn das das Regelwerk vorgibt, einmal meinen Stopp. Es ist ein Aufwasch auf dem Tageschart, ein einziges Mal, dann bin ich fertig für den Tag. Ja, Und ähm, wenn es der Stundenchart wäre, dann äh, könnte das theoretisch jede Stunde anstehen. Hätte ich natürlich mehr Zeiteinsatz. Da merkst du schon, wie du tatsächlich nicht nur über das Thema Strategie, sondern auch über das Thema Periodizität, also auf welcher Chartzeit halt handelst du, das Ganze steuern kannst. Gut, gibt es soweit Fragen? War das verständlich? Gib mir mal kurz ein bisschen Feedback, da kann ich meine Stimme, während ihr schreibt, mal kurz ausruhen und dann gehen wir mal in konkrete Beispiele rein, die ich für euch hier mitgebracht habe, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind, um einfach mal zu konkretisieren, was ist da möglich. Also, soweit Fragen, soweit alles verständlich. Wunderbar, cool, Wolfgang. Eine Rückmeldung ist mir ein bisschen wenig in Anbetracht dessen, dass ich hier sehe, wie viele Zuschauer wir drauf haben. Von daher gerade noch mal gucken, ob da noch mal zwei, drei andere sich äußern und dann geht es auch gleich weiter. Ja, wenn ich auf Rückmeldung warte, <laughs> da knallen schon die Sektgläser. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Okay, wunderbar. Dann äh, mit Sektgläsern kriegt man mich motiviert. Äh, Champagner eher und Prosecco Sekt ist nicht so meins, aber andere Geschichte. Äh, lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, aus meiner Sicht, ganz offen gesprochen, gibt es für jeden Berufstätigen die passende Strategie und äh, wunderbar, wir bieten sie sogar noch an. Ja? Ähm, aber äh, lass mich das mal in Ruhe erklären. Wie viel Zeit du selber für das Trading hast, ja, das hängt sehr stark von deinem persönlichen Wunsch ab, von deinen Arbeitszeiten, von deinem Job im Allgemeinen und natürlich auch von deinem äh, privaten Tagesablauf, ja. Weil es wäre ja vollkommen blödsinnig so zu sagen, okay, wir müssen nur auf die Arbeitszeit achten. Nein, vielleicht hast du eine Lebenspartnerin, Lebenspartner, äh, mit dem möchtest du ja auch ein bisschen Zeit verbringen. Vielleicht hast du Kinder, die wollen sicherlich auch Zeit. Vielleicht hast du einen Hund oder Katzen, die brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Du hast bestimmt Hobbys, ja, und deswegen. Es ist nicht nur die Arbeitszeit, sondern es ist unser gesamter Tagesablauf, um dem es so ein bisschen geht. Für mich persönlich stellt sich das Ganze wie folgend dar. Egal, um was es im Leben geht, da brauche ich gar nicht über Trading nachzudenken, aber es ist meine Erfahrung und prüfe das gerne mal, wie du das siehst, egal um was es im Leben geht, dein Ergebnis wird immer stark von deiner Absichtskraft beeinflusst. Ja? Umso mehr Absicht du entwickelst, desto besser wird in der Regel auch das Ergebnis werden. Und wenn ich unterstellen darf, dass du heute hier bist, weil dich das Thema Trading wirklich interessiert, ja, und du selber eine groß genug Absichtskraft hast, dann wirst du immer, dann wirst du immer Zeit für das Trading finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es wird dir dann immer garantier, äh, garantiert gelingen. Da bin ich, wie gesagt, hundertprozentig sicher. Ich gebe dir mal ein paar, zwei Beispiele, zwei Beispiele von mir selber. Ähm, Fürs Trading habe ich genügend Zeit. Ja, das äh, liegt daran, dass ich es halt eben beruflich mache. Da bleibt das nicht aus, dass ich da genügend Zeit habe. Aber ähm, es gibt ja bei mir auch andere Bausteine, die vielleicht von Interesse sind, für mich jedenfalls. Einer ist Sport. Ich gehe gerne ins Gym, einfach als Ausgleich. Ich sitze super viel am Tag herum. Und ähm, bei mir ist es so, ich bin jemand, ich esse immer erst um 12 Uhr mittags meine erste Mahlzeit und bin deswegen früher immer abends nach der Arbeit ins Gym gegangen. Jetzt ist es aber leider so, dass meine Freundin im Schichtdienst arbeitet und äh, oftmals tatsächlich sehr sehr früh ins Bett geht. Und das bedeutet, wenn ich halt eben dann nach der Arbeit zum Sport gehe, dann sehe ich sie oftmals gar nicht. Und das hat mich gestört. Ich war aber immer der festen Überzeugung, ich kann erst zum Sport gehen, wenn ich was gegessen habe. Und dann arbeite ich ja erst mal. Deswegen ging es nur nach der Arbeit. Und ich habe dann irgendwann mal vor zwei Jahren äh, gesagt, okay. Das ist alles, das ist so, sehe ich das, aber ich versuche es einfach mal bin dann plötzlich morgens zum Sport gegangen, ein bisschen, bisschen früher aufgestanden und siehe da, inzwischen gehe ich nur noch morgens zum Sport und habe mich da vollkommen dran gewöhnt. Ja, äh, ich habe gedacht, es gibt keine Lösung, aber die Frage war, wie stark ist meine Absichtskraft gewesen? Sport war mir natürlich wichtig, wichtiger war aber, Zeit mit meiner Freundin zu haben und ähm, schwupps äh, konnte ich das Ganze lösen. Kannst du ähnlich für die Börse sehen. Anderes Beispiel, ich habe als Kind, ähm, galt ich als hochbegabt im Bereich Klavier, habe dann als Jugendlicher irgendwann aufgehört, weil mir das zu stressig wurde. Ich wollte nicht so viel spielen, ich wollte mein Leben leben. ja so solche Sachen macht man in der Jugend, habe dann über viele, viele Jahre, über 30 Jahre wirklich bedauert, dass ich damals nicht auf meine Eltern gehört habe. Und habe mir immer gesagt, okay, ich werde niemals so gut werden können, wie ich hätte werden können, wenn ich damals weitergespielt hätte. Und damit bin ich 30 Jahre unglücklich, äh, was das betrifft, durchs Leben gegangen. Und immer wenn ich jemanden gesehen habe, der Klavier gespielt hat und richtig gut Klavier gespielt hat, habe ich gesagt: verdammt, verdammt, hätte ich sein können. So, vor zwei Jahren habe ich einfach gesagt, jetzt reicht's aber. Ja, Schluss mit Opfertum. Ähm, ist es mir wichtig genug, dafür Zeit zu nehmen? Ich dachte, es hm, könnte eng werden, aber äh, inzwischen habe ich wöchentlichen Klavierunterricht und die Frage war, okay, wann komme ich jetzt noch zum Klavierspielen? Auch das habe ich irgendwie gelöst, habe mir einfach ein Klavier, die Möglichkeit ist mir gegeben worden, wahrscheinlich, weil ich mit Absichtkraft es vorgetragen habe, habe ein Klavier hier bei der Arbeit stehen, habe ein Klavier zu Hause stehen und natürlich werde ich nicht mehr so gut werden, wie wenn ich als Kind weitergemacht hätte. Das ist mir aber inzwischen egal. Es macht mich glücklich, dass ich inzwischen meinen ersten Chopin spielen kann, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Also mit Absicht kann man so ziemlich alles schaffen, wenn du wirklich Zeit haben möchtest, um an der Börse zu treten, dann wirst du die Zeit für dich finden. Wichtig, glaube ich, ist gerade dann, wenn du nicht alleine lebst, dass man da keine Geheimnisse drum macht, dass man da offen mit seinem Partner darüber spricht und sagt, okay, pass auf, ich werde ein bisschen Zeit brauchen. Kleiner Tipp, es hilft immer, da Routinen zu etablieren, wenn es das Berufs- und das Privatleben zulässt, es ist es immer leichter, jeden Tag als Beispiel sich um von mir aus 17.45 Uhr eine Viertelstunde Zeit zu nehmen, als zu sagen, ja, irgendwann nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit am Tag. Das aber, wie gesagt, hängt dann wieder ab, ob sowas implementierbar ist von deinen persönlichen Umständen, die ich natürlich jetzt hier im Einzelnen nicht begutachten kann. Ich habe aber trotzdem jetzt einfach mal vier verschiedene Gruppen mitgebracht, wo ich glaube, da sollte sich eigentlich jeder irgendwo wiederfinden. Und wenn es bei dir, ja, bei dem Thema Zeit, also ich möchte trading, also mach das bitte nur, wenn du wirklich Absicht hast, weil wenn du nicht die Absicht hast, dann würde ich persönlich mir die Zeit nicht nehmen. Aber wenn du sagst, ich habe wirklich die Absicht, was zu machen, habe aber hier mit Zeit wirklich ein Thema. Dann äh, am Ende wird äh, unsere E-Mail eingeblendet. Schick, schick uns mal einfach eine Anfrage, Sagte, du würdest gerne mit mir da mal persönlich über deine Situation sprechen. Würde ich mich auch gerne bereit zu erklären, da mal eine Viertelstunde, 20 Minuten mit dir äh, nach Lösungen zu suchen. Okay, ich habe wie gesagt vier verschiedene Gruppen mit dabei und wir fangen mal äh, mit wirklich etwas an, was glaube ich fast jeder eigentlich äh, irgendwie ermöglichen kann. Und zwar Zeitansatz, wenige Minuten pro Woche. Ich habe mal 15 Minuten geschrieben. Faktisch können das auch tatsächlich weniger sein. Wir reden jetzt hier über die Zeit, die wir brauchen, um uns an der Börse zu bewegen. Ja, ich habe es gesagt, du hast da sicherlich einmalig einen kleinen Blog, Handelsplattform, Strategie und so weiter. Aber wenn das erstmal sitzt, geht es ja darum, was kontinuierlich an Zeitbelastung da ist. Fangen wir also mal an. Du sagst, Matthias, ich möchte an der Börse ja wirklich mich bewegen, aber mehr als 15 Minuten pro Woche gehen bei mir nicht. Was äh, würde ich darauf antworten? Wenn du wirklich nur ein Minimum an Zeit für das Trading aufwenden kannst, dann empfiehlt sich tatsächlich das Trading des Wochencharts. Ja, der Wochenchart in Erinnerung gerufen heißt, alle Kurse einer Handelswoche gehen in eine Kerze rein. Das heißt, am ersten Tag der Handelswoche, das ist in der Regel der Montag, ja, kannst du überprüfen, gibt es irgendwas zu tun, ja, kannst Signale aufmachen, wenn du möchtest, und dann, ja, die restlichen Tage, Brauchst du da gar nicht mehr reinzuschauen. Das ist für dich nicht interessant, weil du, während die Wochenkerze offen ist, keinerlei Aktionen auf deinem Handelskonto machen musst. Das ist auch die, glaube ich, die Herausforderung fast schon, dann für eine Woche zu verdrängen, dass da irgendwas äh, an der Börse passiert, weil während dieser Wochenkerze, während die offen ist, hast du nichts zu tun. Empfohlene Periode, also der Wochenchart, wenn das für dich das Zeitfenster ist, über das du nachdenkst, welche Märkte kannst du handeln? Du kannst theoretisch alle Märkte handeln. Allerdings bei EU- und US-Aktien, weil optimalerweise hast du am Montag mal Zeit, solltest du ein bisschen dir die Frage stellen, wann habe ich tatsächlich Zeit. Wenn du das eher vormittag machen möchtest, dann würde ich sagen, schau dir eher die Europäer an. Wenn du das eher nachmittag oder abends machen möchtest, schau dir die Amerikaner an. Ja? Optimalerweise kannst du vielleicht äh, sogar beides äh, vereinen. Ja? Zum Beispiel ab 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr sind ja beide Aktienbereiche offen, dann könntest du da aus dem Vollen schöpfen. Uhrzeit Montag zwischen 0,9 Uhr und 22 Uhr. Das kannst du auch noch aufweichen, wenn du jetzt nämlich sagst, ich möchte keine Aktien handeln, sondern ich möchte nur Forex handeln. Wir erinnern uns rund um die Uhr, dann wäre die Uhrzeit von 0 Uhr bis 23 Uhr. Da bist du also super flexibel. Wichtig wäre nur, dass du am Montag, am ersten Tag der Woche, die Zeit für dich einplanst. Und ähm, ja, als Strategievorschlag hätte ich für dich. Als Beispiel unsere Trendfinder-Formula. Die stelle ich dir in Kürze vor. Und zwar ist es so: Du siehst hier die Indikatoren, die sind alle visuell abgestimmt. Wir achten da auf Farbgleichheiten und wenn die eintreffen, dann haben wir ein. Handelssignal entweder grün Long oder rot Short. Die Strategie besteht aus modernsten Customized Indicators. Wir haben eine sehr ausgereifte Stop Loss Verlustabsicherungsmethodik. Wir haben einen Schutz vor Seitwärtsmarkt. Wir haben die Möglichkeit tatsächlich hier schon, wenn du es möchtest, die Absicherung zu automatisieren, so dass du die offenen Positionen gar nicht mehr managen musst. Du brauchst also nur einmal in der Woche reinzugehen, um nach neuen Positionen zu schauen. Und wenn die Automatisierung geschaltet ist, die du kostenlos bei uns als Mitglied bekommst, ja, werden die Stops automatisch an den richtigen Punkt angepasst. Und du hast ein Minimum an Zeitaufwand, weil wir dir ebenfalls einen Screener zur Verfügung stellen. Den zeige ich gleich noch, mit dem du mögliche Handelssignale sofort finden kannst, ohne die Charts überhaupt durchzuschauen. Beispiele US-Tech, also die Nasdaq auf dem Wochenchart, ja, da ist es so, dass wir zum Beispiel, das sind aktuelle Charts, ja, hier eingestiegen wären. Hier an der Stelle hättest du den Gewinntrade realisiert, wunderbar. Danach gibt es erstmal kein Handelssignal und dann gehst du wieder rein hier an dieser Stelle. Wir haben Farbwechsel, wird hier an dieser Stelle mit dem Pfeil gekennzeichnet. Du bist drin, 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 drin. Hier unten läuft dein Stopp mit. Wie gesagt, kann auch von der Automatik angepasst werden, musst du nicht zwingend händisch machen, aber es ist entspannt. Es ist einmal pro Woche eine Aktion. Ähm, wohin der Trade geht, kann ich dir nicht sagen. Er ist bereits jetzt plus, minus null abgesichert. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist ein größerer Gewinntrade und ähm, du folgst einfach mit dieser Strategie den Markt und das ganz entspannt auf dem Wochenchart. Also das ähm, ist, glaube ich, wirklich eine schöne Geschichte. Hier nochmal ein Währungspaar: Schweizer Franken gegen japanischen Yen. Hier haben wir zuerst ein Fehlsignal, ja, tatsächlich, unsere Strategien machen auch Verlusttrades. Gerade im Trendfolgenden bleibt das nicht aus, ist überhaupt nicht schlimm. Das Risiko kannst du vorher minutiös bestimmen und sagen, okay, ich möchte aber maximal das riskieren. Und meine Empfehlung ist mal, Risiko sollte klein sein. Aber wenn du dich davon nicht abschrecken lässt, dann wirst du damit belohnt, dass du hier einen wunderschönen großen Trend auf dem Wochenchart mitgenommen hast. Und auch hier. Bist du in der Position drinne? Du hast hier gekauft. Das heißt, im Moment, hier liegt der Stopp, hast du noch Anfangsrisiko, aber Potenzial nach oben ist natürlich da. Jede Woche immer am Montag einmal reinschauen, den Stopp anpassen oder über die Automatik anpassen lassen. Wie findest du die Trades? Ganz einfach, das machst du über unsere Screener. Hier siehst du den Screener der Trendfinder Formula auf Wochenchart eingeschaltet. Für die nächste Woche gibt es die folgenden Handelssignale. Ich öffne sie einfach mal alle. Ich kann sie auch einzeln sehen hier, aber schwupps haben wir sie alle da. Wir haben die Procter Gamble mit einer Möglichkeit auf steigende Kurse zu setzen, ja, amerikanische Aktie, die SAP aus Deutschland mit der Möglichkeit auf steigende Kurse zu setzen, die RWE aus Deutschland mit der Möglichkeit auf dem Wochenchart auf fallende Kurse zu setzen, die Münchner Rück mit der Möglichkeit in den aktuellen Aufwärtstrend einzusteigen, weil wir hier einen Farbwechsel im Begleiter gehabt haben. Dann haben wir die M2U Aero Engines ebenfalls mit der Möglichkeit auf steigende Kurse zu setzen. Aus Spanien die Iberdrola mit einer Möglichkeit auf fallende Kurse zu setzen. Den Singapur-Dollar gegen den japanischen Yen mit der Möglichkeit auf steigende Kurse zu setzen. Norwegische Krone gegen japanische Yen mit der Möglichkeit auf steigend. Und zuletzt Euro-New Zealand-Dollar. Das sind die Möglichkeiten. Und du hast gesehen, wie schnell das gegangen ist. Ich stell dir mal vor, es ist Montag. Du hast also einmal in die Übersicht geschaut, hast die Charts aufgemacht, suchst dir jetzt hier zwei, drei Werte raus. Die Positionseröffnung ist sehr, sehr schnell gemacht und schwupps, bist du fertig. Das war's für die Wache. Ja? Also, so kann Trading, aktives Trading auch ausschauen. Minimum Wochenchart, echt meine Empfehlung. Und die wenigsten denken darüber nach, dass das äh, tatsächlich möglich ist. Solltest du ein bisschen mehr Zeit haben, kommen wir zur nächsten Gruppe und zwar. Wenn es dir möglich ist, am Tag eine Zeit einzuräumen, zum Beispiel wenige Minuten, also sagen wir mal bis zu 15 Minuten, dann kannst du tatsächlich schon ein bisschen mehr machen. Vorteil wäre tatsächlich, von Vorteil wäre es, wenn du eine Tagesroutine einplanst, ja, optimalerweise immer zur gleichen Uhrzeit. Ja, das äh, macht es einfach leichter, weil an solche Routinen gewöhnen wir uns nach kurzer Zeit und dann sind wir da einfach drin und können sie immer und immer wieder machen. Das kann nicht jeder, das hängt, wie gesagt, von den persönlichen Umständen ab, zum Beispiel ein Schichtarbeiter wird das nicht machen können, weil seine Schichten am Wechseln sind, ja, aber wenn du jetzt einen normalen 9-to-5-Job zum Beispiel hast, dann könnte es zum Beispiel eine Routine sein zu sagen, okay, ähm, die europäischen Aktien lasse ich außen vor, ähm, weil wenn ich nach Hause komme, möchte ich mich erstmal mit, mit meiner Familie beschäftigen oder erstmal ein bisschen Freizeit haben und so weiter. Aber immer um, äh, sagen wir mal, 20.15 Uhr nach den Tagesthemen setze ich mich für eine Viertelstunde ran und du wirst sie in der Praxis tatsächlich nicht ausschöpfen. Ja, mit der Zeit wirst du schnell werden, dann wirst du deutlich weniger Zeit brauchen. Fünf Minuten, vielleicht sieben Minuten werden reichen dann. Ähm, aber dann ähm, Kannst du das, wie gesagt, halt eben so ein bisschen einfach anpassen an das, was für dich möglich ist und dabei immer darauf achten, welche Märkte halt eben da ähm, auch reinpassen? Empfohlene Periode, in dem Fall Tageschart, also Tageskerzen, wo alle Kurse des Tages reingehen. Märkte tatsächlich wieder alle möglich, wieder EU-Aktien und amerikanische Aktien, je nachdem, wann das ist. Ja, optimalerweise. Hast du an der Stelle, wenn du alles abdecken möchtest, tatsächlich zweimal vielleicht fünf Minuten Zeit, einmal zwischen 9 und 11 Uhr. Irgendwann am Vormittag kannst du europäische Aktien machen und einmal vielleicht so zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr. kannst könntest du die amerikanischen Aktien noch mitmachen. Vorex, Indizes kannst du alles morgens mitmachen. Du brauchst hier nicht um 0 Uhr aufzustehen. In der Regel, also ganz, ganz selten mache ich das mal, dass ich um 0 Uhr eine Position aufmache. Ich mache die normalerweise immer am Vormittag auf. Das ist vollkommen okay, dass man da nicht direkt zum ersten Kurs irgendwas macht. Okay. Dann ähm, Uhrzeiten ab 9 Uhr. Man kann es wie gesagt anpassen. Forex-Handel könnte man ab 0 Uhr machen und oder ab 15.30 bis 18 Uhr. Strategie, Profit Lines oder Trendfinder Formula. Trendfinder Formula habe ich dir schon vorgestellt, also zeige ich dir mal die Profit Lines. Die Profit Lines geht auf ein Treffen von mir mit einem absoluten Guru der Wall Street zurück, den habe ich 2015 in Las Vegas treffen können und mit dem zusammenarbeiten dürfen und ähm, aufbauend auf das Wissen, was ich da wirklich von dem transferiert bekommen habe, habe ich die Strategie Profit Lines entwickelt. Sie ist sehr sehr einfach, aber sehr sehr effizient in der Umsetzung. Und um was geht es hier? Es geht darum, dass wir Trendlinien definieren. Das sind feststehende Trendlinien. Wir müssen also nicht raten und ähm, so nebenbei. Das macht einen Indikator für uns, aber trotzdem erkläre ich auch immer, wie sie gezeichnet werden. Und äh, wenn die gebrochen werden, haben wir eine wirklich gute Möglichkeit, dass der Kurs weiter in die Richtung geht. Wir können auch Kursziele damit. Be, ähm, bestimmen und auch hierfür haben wir einen Screener. Das heißt, auch das kann sehr, sehr zeitschonend umgesetzt werden. Ich gebe dir mal zwei Beispiele aus dem Tageschart. Einmal hier im Öl, da haben wir hier eine Linie, die gebrochen worden ist. Wir können daraus zunächst einmal dann ableiten, wo unser Stopp ist. Ja, und wir können aufgrund der Bewegung vorher ableiten, wo die Zielzone ist. In dem Fall ist es hier oben gewesen. Und dann decke ich das mal auf und du siehst, ziemlich präzise angelaufen. Natürlich auch hier ist es nicht der heilige Gral, aber es passiert oft genug, als dass wir damit Geld verdienen können. Und ähm, Beispiel im spannenden Währungspaar US-Dollar, japanische Yen. Hier ist die Linie, da wäre meine Absicherung gewesen. Wieder, wir können aufgrund der Historie vorher sehr präzise abschätzen, wohin das Ganze gehen kann. Und das wäre dann ein zweiter. Möglicher Trade gewesen. Auch hierfür gibt es, ich habe es schon angesprochen, einen Screener, dann kann ich dir auch mal kurz zeigen. Der Screener für ähm, Profit Lines, wo habe ich den versteckt? Hier habe ich ihn versteckt. Sieht so aus. Und zwar, wir haben jetzt ja Wochenende, ja, und äh, auf dem Tageschart alles, was bei Current Break eine Farbe hat, ist eine Handelsmöglichkeit, die wir am Montag umsetzen könnten. Ja, wir könnten also ab Sonntagnacht, äh, Montagmorgen um 0 Uhr äh, short gehen im australischen. Dollar gegen den kanadischen Dollar. Wir sehen auch sofort die Zielbereiche. Wir sind schon ziemlich nah an den Zielbereichen dran. Das wäre also wahrscheinlich jetzt nicht so super attraktiv. Was haben wir sonst noch mit dabei? Wir haben ähm, Euro südafrikanische Rand mit dabei. Ebenfalls mit der Möglichkeit auf fallende Kurse zu gehen. Ja, das heißt, du brauchst hier nicht die Charts einzeln durchzuklicken, sondern du gehst einfach in die entsprechenden Felder, die Farbe haben. Hier zum Beispiel US-Dollar, kanadisches Dollar. Stopp hier oben hin. Da unten ist der Kurs. Jetzt sagen wir mal, der eröffnet da, wo er geschlossen hat. Dann haben wir hier die Möglichkeit, 2,5 zu 1 CRV zu realisieren. Chance gegen Risiko. Ist immer schön, wenn die Chance größer ist als das Risiko. Also, du kannst das wirklich sofort sehen. Und bei den amerikanischen Aktien, zum Beispiel bei der Uber, gibt es die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen. Wenn du sagst, oh, ich glaube nicht, dass die weiter hochfliegt, wäre das tatsächlich ähm, gestützt durch das Regelwerk. Und das Coole ist, dass du hier nicht nur den Einstieg bekommst, sondern durch die Strategie weißt du auch ganz genau, wie du den Trade managen kannst. Profitlines zum Beispiel kann als Fire and Forget ja, umgesetzt werden, einfach einmal einrichten, Absicherung und so weiter und dann äh, die Börse entscheiden lassen. Man kann es auch aktiv managen. Da bist du also dann wieder ein bisschen frei. Weil du kannst sagen, am Anfang erstmal feiern, forget. Ja, wenig Zeit und mit der Zeit willst du vielleicht ein bisschen mehr machen, dann kannst du auch aktives Management machen. All das lernst du innerhalb des Coachings. Gut, dann schauen wir weiter. Sagen wir, du hast tatsächlich mehrfach am Tag Zeit. Ja. Ähm, was wichtig zu verstehen ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich verbringe viele Stunden am Tag mit Trading, dann heißt das nicht zwingend, dass ich durchgehend, wenn ich vor dem Monitor sitze, mich mit der Börse beschäftigen muss. Warum ist das so? Wieder gleiche Antwort, Periodizität. Immer dann, wenn es eine neue Kerze gibt, kann es sein, dass ich Action habe. Soll heißen, wenn ich auf einem Minutenchart unterwegs bin, dann kannst du davon ausgehen, dass ich wirklich durchgehend schaue, weil jede Minute was sein könnte. Wenn ich aber zum Beispiel auf dem 15-Minuten-Chart handle, heißt das ja, 15 Minuten fang an, ich muss schauen, ist irgendwas, und dann habe ich aber wahrscheinlich noch 13 Minuten, bis die neue Kerze kommt. ja. Und deswegen habe ich für die Strategien immer einen Warnton mit dabei, der einmal Kling macht. Ja, dann weiß ich, oh, neue Kerze, dann schaue ich wieder und dann kann ich mich wieder mit was anderem beschäftigen. Bei den ganz kurzfristigen äh, Zeitebenen mache ich das nicht. Also M1 und M5, da bin ich meistens doch eher wirklich mit dem Fokus drauf. Aber ab M15 ist es so, dass da immer wieder halt eben auch Freiraum besteht, weil einfach nichts zu tun ist in der offenen Kerze. Mehrfach am Tag, äh, was bedeutet das? Du kannst hier mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Ja, du hast, was die Strategien betrifft, also die volle Auswahl und äh, du steuerst durch die Handelsperiode einfach deine Frequenz der Handelsmöglichkeiten. Welche Zeitebenen kannst du hier umsetzen? Natürlich kannst du den Tageschart umsetzen, wenn du mehrfach am Tag äh, hast, es einfach einschauen und dann kannst du auf dem Tageschart handeln. Du könntest auf dem h 4 start also vier-Stunden-Chart handeln. Du könntest jede Stunde handeln. Das ist insbesondere bei den Strategien möglich, die eine Automatik mit dabei haben. Das wäre Daytraders Edge und das wäre Trendfinder Formula. Denn bei H1 und H4 ist davon auszugehen, dass die Positionen durchaus mal bei einer trendfolgenden Strategie über Tage laufen. Ja? Und du willst ja nicht den Wecker stellen und jede Nacht nach einer Stunde aufstehen. Und deswegen ist da absolut sinnvoll, mit einer Automatik tatsächlich zu ähm, arbeiten. Die gibt es, wie gesagt, für die Strategien automatisch mit dazu für unsere Mitglieder. Märkte, du kannst alle Märkte handeln, je nach gehandelter Strategie ja? und je nach gehandelter... Zeitebene, was heißt das zum Beispiel, wenn du auf M5 handelst? Ja, dann würde ich dir jetzt nicht zwingend empfehlen, irgendwie auf Aktien großartig zu schauen. Es gibt ein paar Aktien, die sind liquide genug, ähm, aber bei den meisten Aktien sind die Handelsumstände ein bisschen schlechter als bei den großen Märkten wie Forex-Indizes und deswegen auf den kleinen Zeitebenen wäre ich da ein bisschen selektiver, aber grundsätzlich kannst du tatsächlich alles handeln, wenn dann die Börse offen ist. Ähm, die Zeiten habe ich dir vorhin schon genannt. Uhrzeiten. Da ist so ziemlich alles möglich. 8 bis 22 Uhr habe ich hier reingeschrieben, aber ähm, unter dem M30-Chart, 30-Minuten-Chart, solltest du auf jeden Fall so ein bisschen darauf achten, ist da genügend Aktivität. Es macht jetzt relativ wenig Sinn. Auf dem Fünf-Minuten-Chart, sage ich mal, um drei Uhr morgens irgendwie den SP 500 zu handeln. Das geht technisch, ja, also ist, ist möglich, aber da ist wenig los, da ist wenig Bewegung, das ist klein, klein, wenn du in der Nacht wirklich tätig sein möchtest. Ich empfehle immer, die Nacht zum Schlafen zu nutzen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Menschen, die im Schichtdienst sind. Von daher reden wir da ganz kurz drüber. Wenn du in der Nacht tätig sein möchtest, nimm dir auf jeden Fall etwas, wo der Heimatmarkt äh, offen ist. Was hätten wir im Angebot? Hang Seng zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Und alle Forex-Währungspaare, die Asiaten oder Australische Dollar oder New Zealand-Dollar mit drin haben, weil da die Heimatmärkte offen sind, weil die ja Zeitversetzungen sind. Da ist genügend Musik drin. Ne? Da kannst du dich auch nachts drin bewegen. Äh, bei sowas wie S&P 500, äh, DAX Future kann man als CFD auch nachts handeln tatsächlich. Der DAX Index selber ist geschlossen, aber DAX Future geht. Ähm das macht halt eben wenig Sinn also immer im Zweifel was suchen wo ein Heimatmarkt offen ist damit genügend Bewegung da ist Strategien was wäre hier möglich ähm, wir haben die Trendfinder Formel aber die haben wir schon gesprochen wir haben die Profit Lines über die haben wir schon gesprochen aber hier kommt jetzt tatsächlich auch Daytraders Edge mit rein das heißt ähm, das ist unsere Strategie die im Wesentlichen auf kurzfristiges Trading abzielt man kann das auch immer auf dem Tageschart machen man kann die Trendfinder Formel auch auf dem Minutenchart handeln und man kann Daytraders Edge auf dem Tageschart handeln aber normalerweise würde ich doch sagen, das hier sind eher die Swing-Strategien, die würde ich halt eben, ähm, sage ich mal, ja, ähm, ab dem M15, manchmal M30 ähm, definitiv einsetzen. Und das hier sind dann eher die Strategien, die ich halt eben von H1 runter bis M1 ähm, handle. Nochmal, das ist kein Dogma. Ich bin. Benutze zum Beispiel immer wieder Date das Edge, auch um auf dem Tageschart zu handeln, aber eine grobe Einordnung hilft dir bestimmt. Was ist Date Traders Edge? Ähm, hier geht es darum, dass du kleinste Strecken aus den Kursbewegungen herausschneidest. Es gibt hier relativ viele Einstiegsmöglichkeiten, gerade dann, wenn du auf den kleinen Zeitebenen unterwegs bist. Das heißt, du hast eine hohe Anzahl an Signalen, wird Häufig, ich habe es gerade angesprochen, auf den Kleinzeitebenen umgesetzt. Wir haben die Möglichkeit, über eine Fire-and-Forget-Logik ranzugehen. Das heißt, einfach einmal aufmachen, dann hat man nichts mehr mit zu tun. Es ist aber auch möglich, über einen im Coaching integrierten Handelsroboter tatsächlich einen automatischen Handelsplan hier mit nut zu nutzen. Und gerade, wenn man den nutzt und da ein bisschen ähm, sich reinfuchst, dann ist es mit der Strategie möglich, sehr, sehr hohe Trefferquoten zu bekommen. Das heißt, hier wird das Geld über die Trefferquote verdient, nicht so sehr über das chancen risiko -Verhältnis. Wie sieht das aus? Hier zum Beispiel im DAX an der Stelle wäre ein Handelssignal auf Long gewesen. Hier liegt der Stopp. Hier liegt das Kursziel. Das hier ist jetzt zum Beispiel das Verhältnis 1 zu 1, Ein Teil Risiko, ein Teil Chance. Man kann das auch mit einem negativen CRV machen. Also zum Beispiel zwei Teile Risiko, ein Teil Chance. Das führt zu extrem hohen Trefferquoten. Das ist Geschmacksfrage. Ähm, in dem Fall wird neutrales CRV. Und ähm, ich gebe dir mal kurz einfach mal ein Gefühl, wie viele Trades da kommen. Hier siehst du den DAX ähm, aus dem Dezember letzten Jahres im 5-Minuten-Chart. Ja? Also alle fünf Minuten ist was möglich. Hier Immer äh, Risiko und Chance, 1 zu 1er Verteilung äh, eingeblendet. Und du musst nur darauf achten, was ist zuerst berührt worden. Da ist zuerst die grüne Box geknackt worden, das heißt, der Trade ist im Gewinn realisiert worden. Fire and Forget. Ja, erster Trade im Gewinn. Hier ist die nächste Möglichkeit, zweiter Tret im Gewinn. Hier ist die nächste Möglichkeit, dritter Tret im Gewinn. Hier ist die nächste Möglichkeit, und so geht es weiter. Das heißt auch übrigens hier nicht, dass es keine Verlusttrades gibt, aber die Logik geht auf hohe Trefferquote und ähm, ist halt eben, wie gesagt, hauptsächlich einzusetzen in den kurzfristigen Zeitframes. Euro, US-Dollar auch nochmal fünf Minuten Basis, dass du ein Gefühl kriegst, wie oft da Trades kommen. Das ist natürlich von Tag zu Tag unterschiedlich. Bisher alles Gewinntrades. Hier nochmal die Möglichkeit ebenfalls. Wird zunächst die grüne Box, also das Gewinnziel, äh, erreicht? Und hier haben wir jetzt Beispiel gemacht für eine Fire and Forget Planung, also tatsächlich einfach nur Trade aufmachen, Risiko bestimmen, absichern, Gewinnziel rein. Und das Ganze geht super schnell. Wie schnell zeige ich dir? DayTraders Edge, auch hier hast du einen Screener, der für dich automatisch screent. Aber der funktioniert nur bei offenem Markt. Heute ist Samstag, deswegen habe ich mir erlaubt, da gestern einfach mal ein kleines Video zu machen. Wie schnell geht das in der Praxis? Du wirst zwei Sachen sehen. Hier zum einen den Screener und hier ein Tool, was, wenn du über uns bei dem Broker arbeitest, bei dem ich auch seit vielen, vielen Jahren sehr glücklich und zufrieden arbeite, unseren Kooperationsbroker GBE, dann bekommst du dieses und andere Tools kostenlos. Mit dem Tool kannst du voreingestellt die richtige Stückzahl ermitteln, die zu deinem Risiko passt. Du wirst jetzt beides sehen. Ja, also das hier ist ein Screen auf fünf Minuten. Das sind die möglichen Märkte. Ich entscheide mich gleich, ich nehme das vorweg, weil es geht super schnell. Ähm, ich werde mich entscheiden, im SP 500 eine Position aufzumachen, ich werde die dann hierüber eingeben und jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert. Ja, fünf Minuten Chart, Abfahrt. Gucken wir mal. Also, ich schaue erstmal kurz, was ist da. Dann ähm, SP mache ich auf. Da ist der Chart, da sehe ich, oh, wunderbar, Handelssignal ist ausgelöst worden. Ich zoome eine SP aus. Genau, jetzt kommt die neue Kerze. Ein Prozent Risiko ist eingestellt, Stopp ist eingestellt, schwupps, ist der Stopp drin, ist die Absicherung drin, der Trade ist fertig, ich habe nichts mehr zu tun. 15 Sekunden hat das von Anfang bis zum Ende gedauert. Und wenn ich keine Aufzeichnung gemacht hätte, wäre ich noch schneller gewesen. Ja, also das äh, mal kurz zum Zeitansatz. Dir ist es dann frei überlassen, ob du mehrere solcher Trades am Tag machen möchtest oder ob du sagst, oh, einer reicht mir. Ja, für heute. Jetzt soll die Börse entscheiden, ist das ein Gewinner oder ein Verlierer. Wunderbar. Also, ähm, denk bitte nicht, dass aktives Trading immer bedeutet, dass du sehr viel Zeit an der Börse verbringst. Du siehst, glaube ich, hier tatsächlich, es geht von bis alles und zum Schluss noch ähm, die folgende Rubrik immer wieder mal eine Weile am Stück, also wirklich, dass du am Stück irgendwie drauf schauen kannst. Das könnte theoretisch in deiner Mittagspause sein. Ja, heutzutage können wir auch über das Handy handeln, wenn wir da Lust drauf haben. Im Zweifelfall, wenn die Strategie nicht über die normale App geht, gibt es immer die Möglichkeit, ich habe das auch so eingerichtet, sich einen Remote-Server zu mieten. Das kostet so 20, 30 Euro im Monat. Dann hat man Vollzugriff von jedem technischen Endgerät auf die Vollversion. Man kann dann damit verbringen. Es könnte also bedeuten, in der Mittagspause eine Stunde. Es könnte bedeuten, am Feierabend irgendwann mal eine Stunde. Es könnte bedeuten, ja, diese Woche nicht, nächste Woche schon. Es könnte bedeuten, ich mache das auch gelegentlich, obwohl meine Freundin immer, ich muss inzwischen verrückt zu sagen, immer ein bisschen sauer wird. Es könnte bedeuten, oh, du bist an einem Strand und da gibt es ganz gutes Internet, dann kann man auch mal eine Stunde ein bisschen was machen. Ja? Und äh, was wäre dann möglich? Ähm, du kannst dann tatsächlich, wenn du eine Weile am Stück Zeit hast, einen Markt im kurzfristigen durchgehend beobachten. Und deswegen ist das dann äh, für mich äh, perfekt, um die kurzfristigen Einheiten abzufeuern. M5 und M15, da hast du immer wieder kleine Pausen. Bei M15 ein paar Minuten mehr haben wir schon drüber gesprochen. Bei M5. Wahrscheinlich hast du immer so zwei, drei Minuten Pause, bis wieder eine Möglichkeit besteht. M1, da wirst du durchgehend draufschauen wollen, weil es einfach zu schnell geht. Und ähm, ja, bei den Märkten empfehle ich dir ganz klar, wenn du auf diese kleine Zahnheit gehst, gerade auf den M1, nimm dir Indizes, nimm dir Währungspaare und nimm dir das Metall, also Gold und Silber. Ähm, alle anderen, mit wenigen Ausnahmen, werden eher schlechte Handelsumstände haben. Deswegen wäre das der Fokus der Märkte. Uh, Uhrzeiten, da würde ich dir immer empfehlen, sucht hier die hochvolatilen und liquiden Phasen raus. Für den europäischen Handel 9 bis 12 Uhr, grob gesagt, ja. für die Amerikaner 15.30 bis 18 Uhr. Und 20 bis 22 Uhr Endgeschäft Amerika. Natürlich kann es auch mal sein, gerade wenn irgendwie zum Beispiel wie jetzt am letzten Donnerstag Frau Lagarde eine Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung gibt, dass auch mittags irgendwas los ist. Aber wenn du hier unterwegs bist, möchtest du Bewegungen haben. Bewegungen sind dann gut, ja, weil du lernst, dein Risiko wirklich klein zu halten. Und bei Bewegungen äh, ist es so, dass wir Geld verdienen können und deswegen immer da ein bisschen drauf achten. Strategie die ich dir hier speziell nochmal vorstellen möchte, ähm, das ist eine besondere Strategie wäre für mich timeless. timeless Trading System zusätzlich Profit Lines und DTE, die haben wir schon besprochen, also das Edge Profit Lines, aber timeless ist eine sehr spezielle Strategie. Warum? Weil sie zeitlos ist. Das sagt der Name schon. Bei timeless wandeln wir die Kurs um und ziehen den Faktor Zeit einmal raus. Das heißt, das hier ist ein typischer Chart und der sieht dann plötzlich so aus. Ganz, ganz anders. Und das Faszinierende ist, wir haben hier keine Zeit mehr. Unten steht zwar noch ein Zeitmuster drin. Ne? Aber dieser Chart, der schaut nur darauf, wann wird eine eingestellte, von dir natürlich eingestellte Strecke äh, abgeschlossen und dann baut er eine neue Box. Das heißt, so eine Strecke, das kann innerhalb von Minuten, Sekunden gehen oder innerhalb von Tagen. Ja, das, ist die, ähm, das ist das Besondere an Timeless. Das gibt einen ganz, ganz neuen Blickwinkel und deswegen ist Timeless ein bisschen speziell. Timeless richtet sich für mich genau an zwei Gruppen. Entweder die, die damit sehr, sehr große Trends handeln wollen, äh, wo die Box dann dementsprechend groß ist. Beim DAX zum Beispiel 100 Punkte oder von mir ist 200 Punkte, ja. Ähm, weil wir wissen nie, wann tatsächlich hier eine Kerze abgeschlossen ist. Und wir erinnern uns immer, wenn eine Kerze abgeschlossen ist, gibt es theoretisch Handelsbedarf, ja. Das ist also die eine Möglichkeit. Der Vorteil ist, wenn du halt eben auf so großen Einheiten unterwegs bist, dann ist es relativ äh, egal, wenn du es halt eben mal verpasst, weil es irgendwie morgens gewesen ist, dann machst du es halt eben dann, wenn du siehst, ja? Die andere Gruppe ist die, die ich jetzt gerade anspreche, nämlich die, die wirklich vor dem Monitor sitzt und es draufschauen kann. Das sind die, die ganz kurzfristig handeln. Für beides möchte ich dir kurz Beispiele zeigen. Hier wird nochmal mal kurz beschrieben, was Timeless ist. Die Technik ist faszinierend und gibt dir wirklich eine ganz, ganz andere Sichtweise auf das, was in äh, den Märkten passiert, weil wir den Faktor 2 rausnehmen. Ich gebe dir zwei Beispiele. Hier siehst du den Dow Jones mit relativ großen Kerzen, ja, und zwar 100 Punkte. Und meine Strategie, kann relativ einfach gehalten sein, ist zum Beispiel immer dann, wenn es zum Farbwechsel kommt und wir oberhalb der gleitenden Durchschnittslinie sind, ja, dann gehe ich long und mit drei Blöcken, die ja immer gleich groß sind, mit drei Blöcken folge ich den Kurs. Hier kreuzen wir, deswegen gehe ich hier long. Und an dieser Stelle, 1, zwei, drei, werde ich ausgestoppt. Jetzt gibt es aber wieder einen Farbwechsel auf Grün und ich bin oberhalb des gleitenden Durchschnitts, den kaufe ich gleich wieder und bleibe dann drinne bis hier und äh, werde da irgendwann später mit einem fetten Gewinndreht ausgestoppt. US-Dollar-Yen ähm, mit ähm, 100 Pips, ähm, da ist ein bisschen mehr Zickzack gewesen, wollte ich dir auch mal zeigen, wie sich da verhält, gleiche Logik, ähm, hier sind wir drüber, drei Blöcke drunter ist der Stop loss, das heißt hier werde ich erstmals ausgestoppt, hier steige ich wieder ein, hier werde ich wieder ausgestoppt, hier steige ich wieder ein, dann werde ich da wieder ausgestoppt und dann gehe ich hier wieder rein und dann ist der Tret erstmal. Offen und immer dann, wenn hier ein Block abgeschlossen wird, würde ich den Stopp nachziehen. Auch dafür gibt es die Möglichkeit, das Ganze mit einer Automatik zu machen. Jetzt kommen wir zum ganz kurzfristigen, was ich schon angesprochen habe. Ich zeige dir jetzt etwas, was normalerweise meinen Mentoring-Kunden, die im Einzelcoaching mit mir sind, vorenthalten ist. Das ist ein Livestream. Ich habe den zusammengekürzt, weil sonst müssten wir uns jetzt 30 Minuten Video, Video anschauen. So sind es 30 Sekunden geworden. Aber ich erkläre es dir ganz kurz. Ähm, hier siehst du mich an dem Tag. Ich war per Telegram zugeschaltet. Du siehst hier den DAX. Das hier ist einfach nur ein Kontrollchart DAX. Das hier ist mein Timeless-Chart. Sehr, sehr klein. Fünf Punkte pro Box. Und du wirst gleich sehen, wie schnell sich diese Boxen bilden können. Ich bin an der Stelle Short im Markt mit einer Position. Kannst du hier unten sehen. Die Position ist bereits im Gewinn abgesichert. Und ich zeige dir, was ich dann mache. Es geht, wie gesagt, sehr, sehr schnell. Schlussendlich, der Markt bewegt sich weiter runter. Da bin ich durchgehend dann auch dann dran. Es ist ein sehr kurzfristiges Handeln. Ich mache eine neue Position auf, ziehe die Absicherung runter, mache eine Teilrealisierung, mache die nächste Position auf, ich habe jetzt schon drei offene Positionen im DAX und kann so sehr, sehr kontrolliert. Ich habe ein Risiko von 0,5 Prozent gehabt. 0,5 Prozent, die ganze Zeit nie mehr als 0,5 Prozent, obwohl ich mehrere Positionen gehabt habe. Und dann irgendwann werden die Stops dann rausgenommen und ich mache da in unter 30 Minuten einfach mal gute fast 3% aufs Konto und ähm, das ist dann eben auch möglich und dafür muss man aber dann tatsächlich am Stück dran sitzen. Das heißt, hier siehst du jetzt mal das, was vielleicht bei dir im Kopf Trading bedeutet. Man muss den ganzen Tag davor sitzen. Ja, es gibt solche Strategien und ja, ich mache das und ja, ich bringe das auch bei. Aber ich habe dir heute mal die große Palette aufgezeigt. Nicht zu vergessen, es gibt noch einen zweiten Matthias bei Tradimo, der hat einen Zeiteinsatz von ein bis drei Stunden in der Woche und damit hat er die folgende Performance gemacht. Das ist Matthias Denicke, der handelt nicht wie ich, CFTs und Forex, sondern Options und Futures. Ein bisschen Aktien sind auch mit dabei. Der hat also einen Zeitansatz von ein bis drei Stunden die Woche, deutlich weniger Trades, als ich das mache. Und äh, seine Performance äh, lässt, glaube ich, so jeden äh, Hedgefondsmanager beschämt in die Ecke blicken. Ähm, es gibt diese Möglichkeiten. Wir haben für jeden, der sagt, äh, es interessiert mich, der äh, uns klar sagen kann, das sind meine zeitlichen Vorstellungen, haben wir Antworten. Option Mastery ähm, heißt äh, das Coaching dazu hier wird dir auch beigebracht, wie Matthias ganze Performance zustande kommt, damit du das im Zweifel auch dann selber machen kannst. Wir haben diese Strategien allesamt in unserem Service Mastery zusammengefasst und ähm, die Strategien hast du heute alle ganz kurz gesehen und ähm, sind, wie gesagt, hier zusammengefasst worden, um dir die optimale Betreuung zu gewährleisten. Das Produkt dazu heißt Mastery. Wir haben da weitere Bestandteile. Insbesondere wichtig aus meiner Sicht die börsentäglichen Webinare. Jetzt kannst du dir sagen: Okay, gerade Webinare ist ein bisschen schwierig. Ich bin ja berufstätig. Wann macht ihr die? Wir machen die in der Regel abends. Ja, wir haben ein Webinar am Nachmittag, weil wir da die amerikanischen Markteröffnung kommentieren. Und zusätzlich machen wir abends meistens um 18 Uhr, manchmal auch um 20 Uhr die Webinare. Aber alle Webinare werden aufgezeichnet. Und die wenigsten unserer Kunden schauen sich alle Webinare an, sondern äh, die Kunden, die sagen, Day Traders Edge ist meins, kommen ins Day Traders Edge Webinar zum Beispiel rein. Ja? Freitags haben wir noch den Traders Talk, es wird alles aufgezeichnet, das heißt, es läuft dir nichts weg, ähm, kann man sich also, wenn man möchte, zusätzlich anschauen. Ich glaube, das ist wirklich ein Mehrwert, weil wir da nochmal mit dir auch direkt interagieren können. Wir haben ein Forum, wo du dich nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Gleichgesinnten unserer Mitglieder austauschen kannst. Und äh, wenn du dich fragst, was kostet das Ganze, Einzelpreise, nur der Coachings, gar nicht der Webinar und das ist der wirkliche Aufwand, ja, wären im Mastery 5.982 Euro. Aber wir haben da ein Angebot, was, wenn du wirklich sagst, ich habe die Absicht anzufangen, ja, und ich möchte dir eine Chance geben, was dich sicherlich davon nicht abhalten soll. Und zwar das folgende Angebot. Für den ersten Monat zahlst du genau einen, genau einen Euro, ja, genau einen Euro. Danach wird es auf 97 Euro im Monat gehen. Der QR-Code wird dir jetzt dann bereits eingeblendet. Du kriegst auch um 17 Uhr noch eine auf äh, Angebotsmail und ähm, das ist alles enthalten. Du kannst da sofort reinschauen. Du kannst uns wirklich auf Herz und Nieren testen. Und wenn dir das gefällt, wunderbar. Freuen wir uns. Wenn es dir nicht gefällt, dann hast du hier kein Risiko. Den Euro kannst du dir rein rechtlich, weil es Online-Abschluss wäre, sogar noch zurückholen. Also selbst den riskierst du nicht. Ähm, einfach nur, um dir die Möglichkeit zu geben, mit einer ganz, ganz niedrigen äh, Hindernisschwelle, da reinzuschauen und dir das Ganze anzuschauen. Ich glaube, es ist ein super faires Angebot. Im ersten Monat 1 Euro, dann 97 Euro pro Monat. Wenn du sagst, wir sprachen darüber, für wie wichtig ich Absicht halte, ja. Wenn du sagst, Mensch, Matthias, cool, ich bin echt, ich bin entschlossen, ich werde das machen, ich werde das auf jeden Fall machen und du dich ein bisschen mehr committen kannst, ja, dann habe ich äh, unser bestes Angebot für dich mit dabei. Und wenn die PowerPoint es mich denn machen lässt, dann zeige ich es dir. Und zwar läuft das wie folgend: Du sagst, okay, ich bin committed, ich mache das jetzt wirklich, dann können wir folgendes machen: Du machst eine einmalige Zahlung von 997 Euro, bekommst dafür Vollzugriff zu allem, was wir haben, für zwölf Monate. Hier gewähren wir dir eine 30-Tage-Geld-Zurückgarantie. Das heißt, auch hier kein Risiko. Du kannst uns wieder auf Herz und Nieren testen. Ich gebe dir zusätzlich eine Stunde Einzelcoaching. Da kannst du also entweder sagen am Anfang, Mensch, Matthias, hilf mir mal ein bisschen, die Plattform einzustellen und zeig mir das alles. Oder das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer, du wartest ein bisschen, weil all das, Plattformen und so weiter, das kannst du dir alles über Videos anschauen. Wir haben auch ein super Service-Team, was dich unterstützt. Du wartest ein bisschen und wenn dann wirkliche Fragen da sind, sagst du, Matthias, genau jetzt will ich meine Stunde Einzelcoaching haben. Wenn du das so machst, ja, dann zahlst du am Tag weniger, als zumindest in Hamburg ein ordentlicher Kaffee kostet. Und ähm, somit sind wir tatsächlich fast am Ende angekommen. Bei der Börse geht es darum, gute Entscheidungen zu treffen. Hier sind deine beiden Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, flexibel Erstmal monatlich das Ganze zu machen, 1 Euro für den ersten Monat, dann 97 Euro monatlich kündbar oder du sagst Vollgas, beste Konditionen, ein Jahr 997 Euro. Beide Möglichkeiten sind da. Du kannst über den QR-Code gehen, du kannst ähm, auch über die entsprechenden Links gehen oder über die Angebotsmail. Der Jürgen fragt, wie lange geht das Angebot? Das 1-Euro-Angebot haben wir im Moment durchgehend offen auf unserer Webseite. Das sollte also auch die nächsten Wochen verfügbar sein. Das 997-Angebot ist befristet bis Ende der nächsten Woche. Das haben wir zwar ab und zu mal mit dabei, nicht jedes Mal ab und zu mit dabei, aber das befristen wir immer. Das heißt, da müsstest du ein bisschen schneller tätig werden. Und hier kannst du über die Webseite das tatsächlich auch ohne einen Webinarcode machen. Wir sind am Ende angekommen. Ich darf dich verabschieden mit einem meiner absoluten Lieblingszitate. Alle sagten, es geht nicht, da kam ein der das nicht wusste und tat es einfach ja meine eltern haben mich und meine drei schwestern in dem glauben aufgezogen dass alles was wir uns vorstellen können auch erreichbar ist ich bin dann irgendwann in die schule gekommen und habe da ein ganz ganz furchtbares wort kennengelernt und das wort hieß unmöglich ja ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Wort geht. Ich habe da von Anfang an tatsächlich wirklich Probleme mit gehabt und ähm, habe dann einen langen, langen Kampf gegen dieses Wort unmöglich geführt. Ich würde heute sagen, ich konnte mich nicht ganz davon befreien, aber doch in großen Teilen habe ich den aus meinem Kopf, aus meinem Herzen, aus meinem Verstand rausgebracht. Heute weiß ich, dass meine Eltern komplett recht gehabt haben. Das, was ich mir vorstellen kann realistisch vorstellen kann, vielleicht dazu gesagt, was ich mir vorstellen kann, kann ich auch erreichen. Und was ich weiß und meine Kunden beweisen es mir jeden Tag. Das gilt nicht nur für mich, das gilt genauso für dich. Ja, was dafür notwendig ist, ist erstmal klares Ziel, klares Ziel vor Augen und dann große Absichtskraft. Ja und dann, wer soll dich aufhalten? Nur du selber kannst es. Ja und deswegen Freue ich mich sehr, wenn ich die eine oder den anderen in der Zukunft hier bei Trademo begrüßen kann und mit dir zusammen an deinen persönlichen Zielen zu arbeiten. Für mich war das hier eine schöne Veranstaltung. Ich glaube, wenn es für euch passt, dann werden wir öfters mal jetzt auch am Samstag oder vielleicht auch mal am Sonntag ein Format machen, weil wir einfach wissen, dass wir nicht jeden unter der Woche erreichen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Ihr wart ein großartiges äh, Publikum. Angebotsmail kommt gegen 17 Uhr und wie gesagt, ein Euro, um alles zu testen oder oder bester Preis für 997 Euro für ein Jahr. Ich glaube, das ist ein super faires Angebot. Und wie gesagt, ich freue mich, mit euch da zusammenarbeiten zu dürfen. Lieben Gruß und jetzt einen schönen restlichen Samstag, einen schönen Sonntag. Bis ganz bald, dein Matthias. Tschüss. Falls noch Fragen sind, bleibe ich gerne. Ich habe es angesprochen, noch hier. Also, wenn es Fragen gibt, dann gerne jetzt in den Chat rein. Dann können wir die natürlich noch beantworten. Und ich zeige dir nochmal kurz die letzte Folie. Da kommen nämlich unsere Kontaktdaten. Die kriegst du aber auch per E-Mail. Also hier support.tradimo.com. Börsentäglich bis 17 Uhr ist unser Support-Team für dich da. Unterscheidet uns von anderen Anbietern, dass wir wirklich Menschen haben, die nicht nur auf E-Mails antworten. Die können auch mal durchaus das Telefon in die Hand nehmen. Die können sich mal mit Fernwartungssoftware bei dir einwählen, wenn es irgendwas gibt. Ist alles für unsere Kunden verfügbar, und ähm, sollst du irgendwelche Fragen geben, kannst du die jetzt im Chat stellen, sehr, sehr gerne, Herbert. Jetzt im Chat stellen oder gerne uns einfach entweder börsentäglich anrufen oder uns eine E-Mail schicken. Ich sehe, dass keine Fragen mehr kommen und somit darf ich dann auch wieder meinen Samstag weiter genießen. Euch jetzt einen ganz, ganz schönen Resttag. Ihr wart ein tolles Publikum. Ich freue mich, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Bis dann, dein Matthias. Tschüss.